Schade, schade. Doch, der hat drei Kabel. Wow, ein Lump. Der macht's ja kompliziert. Den darf ich nicht so oft anfassen. Und wieder bleibt nur eins übrig. Wir haben es geschafft. Halleluja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich habe das gerade ein bisschen geschnitten. Solche Rätsel sind ja auch immer mit so ein bisschen rumprobieren verbunden. So, damit hätten wir jetzt den Saft wieder hergestellt. Wunderbar. Können wir wieder zurück oder soll ich vorher noch was machen hier? Nein, alles ist cool. Alles ist cool. Zack. Zack. Schon sind wir wieder da. Wunderbar. Und jetzt können wir den Copernicus Outpost 1 verlassen. Weiterfahren mit der Monorail. Hier gibt es noch was zum Scannen. Cool. Sehr schön. Monorail. 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 Oh, falsch, falsch, falsch. I'm sorry, I'm sorry. Sorry, Leute. Sorry. Sowas passiert selbst den Allerbesten. Warum sollte es dann auch nicht mir passieren? Okay. Rede mit mir, Spiel. Rede mit mir. Was soll ich als nächstes tun? Monorail, genau, stimmt. Outpost 1 verlassen. Wunderbar, es geht direkt zur Facility, zum Tombow Facility. Boah. Ja, war ein hartes Stück, muss ich sagen. Also es trägt sich, also das Story-Element, das dehnt sich so ein bisschen, es dehnt sich ein wenig. Jetzt hier gerade, aber jetzt kommt die Story wieder in Fahrt. Wir kommen ein bisschen rum, ich fand das, in der letzten Folge fand ich sehr cool, mit dem Buggy rumzufahren. Und quasi unseren ersten Fuß wirklich tatsächlich auf den Mond zu machen. Und jetzt geht's ja hier, ein Glück geht's ja auch weiter. Ich bin sehr gespannt, was in der Fabrik auf uns wartet. Bin sehr gespannt. Ach, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. So lang kann das Spiel ja gar nicht mehr sein. Ich habe andere komplette Let's Plays gesehen gehabt, die gingen irgendwas um die 3 Stunden. Wir sind jetzt hier bei Folge Nummer 6. 20 Minuten plus den Leo-Bonus, weil ich hier nur wieder ein bisschen länger brauche. Nein! Left! Wow! Ein Glück hatte ich die Hand auf der Tastatur. Das hätte wirklich schief gehen können. Aber ist es nicht. Ich bringe uns schon noch ans Ziel. Kleine ASE-Drohne, Edi. Du sollst das wissen. Jetzt nach rechts, ne? Eine Todesfalle nach der Hand. Ich habe keine Möglichkeit gehabt zu drücken. Er hat es vorher nicht angezeigt, D. Aber ich sollte das wahrscheinlich aus dem Kontext rauslesen, weil ich vorher A gedrückt habe, dass ich auf der Hut sein soll. Dass ich A und D jetzt drücken muss immer. Dass ich jetzt die Richtung entscheiden muss. Entscheiden muss, in welche Richtung wir müssen. Okay. Diesmal drücke ich einfach vorher. Ja. Rechts, rechts, rechts. Achso, das wurde angezeigt. Ich habe es noch nicht so richtig gesehen.
Vorsichtig! Oh nein! Los, gib alles! Bremsen! Krass. Heftig. Wie nochmal? Habe ich nicht früh genug F gedrückt, ne? Für die Bremse. Ah ja, gut, ist ja in Ordnung. Dann eben nochmal. Das ist ja wenigstens ein bisschen Action hier gerade. Ja, das wird ganz komisch hier angezeigt hier, wo es sowieso so hell ist, dass da hebt es sich nicht so wirklich ab. Ich habe diesmal wirklich gedrückt. Früher ging es nicht. Muss ich noch mehr drücken? Muss ich schneller F drücken? Rede mit mir, Dele Barsimon, rede mit mir. Geht doch. Na, geht doch. Wir sind angekommen. Willkommen zu Hause. Will Robinson. Gefahr, Gefahr. Oh, hier gibt es keine Luft. Da sollten wir uns mal drum kümmern. Nee, die Luftreserven, die lassen wir noch mal kurz hier. Reinhold Krater Base. Na, noch ein Stück. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Und hier hoch, bitte. Wie? Nur Luft? Nur Luft? Nee, weder noch. Doch, ein wenig Luft haben wir gefunden. Ein wenig Luft? Können wir hier machen, bitte? Scan, okay, scan. Ist das ein anderer Anzug? Ein neuerer Anzug? Vern Astronaut Suit, okay. Okay, hier müssen wir die Energiezelle wechseln, aber wie kommen wir da hin? Wir haben noch 2 Minuten 24 Sekunden Luft. Wie lange wird das reichen? So, da wäre noch Luft. Wir müssen irgendwo unseren Roboter hinschicken. Ich habe nicht richtig geguckt, oder? Da war bestimmt auch eine Öffnung, wo wir den Roboter durchschieben können. Und der klärt das für uns. Ah, ja, okay. Guten Morgen, Leo. Guten Morgen. Es ist wirklich guter Morgen. Wir haben es jetzt gerade 6 Uhr irgendwas. 6 Uhr schlag mich tot. Wunderbar. Die alte Energiezelle raus. Wunderbar. Und die neue bitte rein. Drop. Drop the base. Und die neue nehmen. Ach Gott. Ist ja nicht so, als ob wir unter Zeitdruck stehen oder sowas. Lass dir da ruhig Zeit. Komm, eine Minute. Was kann man alles in einer Minute machen? Okay. Wie, immer noch keine Luft? Wofür habe ich denn den Strom jetzt angemacht? Na gut, Strom ist nicht gleich Luft. Da ist was dran, ne? Und Biologie ist Physik. Muss man wissen. Komm schon. Ja. Ja, ja. So, müssen wir noch irgendwo ran vorher? Eventuell hier mit unserem Robby. Oh. Die Kiste anschmeißen. Und dann haben wir Luft. Ja? Haben wir alles getan, was wir tun konnten? Nee, irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt noch. Der braucht noch mehr Saft. Der braucht noch mehr Saft. Luft! Luft, bitte! Vorsichtig. Ey, ey, ey.
Ist doch nicht dein Ernst, dass ich da jetzt nicht durch kann, oder? Hier können wir mit dem Roboter nicht durch. Oh oh, oh oh. Oh oh. Nein, nein. Ach da. Na los. Lass mich durch, bitte. Warum nicht? Ah, ah, ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt, ich hab's gecheckt. Aber... Und dann kommen wir auch nicht da lang. Da müssen wir den Umweg jetzt nehmen. Alles klar. Warum auch immer. Warum auch immer. Das ist halt so. Das ist konstruktionsbedingt. Da fragt man nicht nach. Das waren Mondingenieure. Luft ist hier sehr dünn. Ach, wir sind viel zu langsam gewesen. Viel zu langsam. Und er stirbt jetzt, ne? Wollen wir ihn beim Sterben in der Third-Person-Zug? Ne, wollen wir nicht. Das ist echt makaber. Leo, ich bitte dich. Alter, da muss man ja richtig schnell sein. War das überhaupt hin? So wie ich mir vorstelle? Third Person, Deathcam. Okay, weiter geht's. Das gleiche nochmal bitte ohne sterben. Das wäre super. Das wäre klasse. Okay, diesmal von vornherein wissen wir ja Bescheid. Sollten wir eigentlich hinbekommen. Na komm schon. Komm in Wallung, Satopec. Es geht um dein Leben, Astronaut. Um das Leben aller Menschen auf dem Planeten. Die haben keinen Strom. Womit sollen sie ihre Geschirrspüler laufen lassen? Das ist wichtig. Wir sind hier im Jahre 2054. Kein Mensch hat Bock auf Geschirrspülen. Niemand. Niemand hat Lust darauf. Noch weniger als früher. In den frühen 2000er Jahren. Oder Haarföhne, hä? Denkst du, die Menschen haben Bock, mit nassen Haaren rumzulaufen? Komm, mach hin, denk an nasse Haare. So, Luft. Wunderbar, Luft. Hallo. Kann ich noch nicht? Was ist doch denn? Jetzt lass mich endlich Luft tanken. Nö, die kann ich nicht nehmen. Doch, kann ich. Aber ich muss dafür ganz genau hier stehen. Ansonsten ist die ungenießbar, diese Luftkapsel. Komm schon. Komm schon. Tu mir das. Tu mir das doch nicht an. Bitte, Spiel. Ich bitte dich. Na, komm schon. Mhm. Irgendwie sind die Luftkanister gerade so ein bisschen buggy. Jetzt ging's gerade. Bitte. Bitte, lass mich nicht sterben. Deliver Asimon, ich habe nichts gesagt. Das habe ich vorhin nicht so gemeint mit der 10-Strecke. Das ist alles cool. Alles ist cool zwischen uns. Alles ist cool zwischen uns. Ich möchte jetzt nur das Rätsel lösen. So, den Schalter aktivieren. Ich gucke erstmal ganz kurz nach. Nee, das ist dann gar nicht offen. Das ist dann einfach gar nicht offen. Da hätte ich so schnell lang fliegen können, wie ich wollte. Ah, ich habe den Strom deaktiviert. Jetzt kann ich da lang gehen. Misch. Leo. Jetzt haben wir's. Der Strom geht gleich wieder an. Ah, jetzt haben wir's. Wunderbar. Rätsel gelöst. Hör auf, bitte. Oh. Sehr schön. Was haben die denn über den Kopf? Sind das Helme? Ja, wahrscheinlich. Nein, nein, das sind Aquariumgläser, Leo. Das ist ein Trendy auf dem Mond.
Ja. Mit Musik sogar. Oh, oh, oh. Wir können was drücken. Ja. Unable to connect to MPT Network. Aber warum denn? Mittlerweile muss es doch gehen. Pille 1 ist nicht verlegt quasi. Ah, wir dürfen das Turmspiel wieder machen? Dürfen wir das Turmspiel wieder machen? Dürfen wir wieder Mondsand, Mondstaub zwischen unseren Füßen haben? Ja, zwischen unseren Zehen. Luft. Naja, jetzt noch nicht, aber wir könnten da runterspringen, aber ist das, soll das so? Der Airlock ist zu. Wow, warte mal. Ach, wir müssen uns jetzt selber noch mit dem Kran runter. Das ist ja mal wieder geil. Das ist ja in Ordnung. First try. Zero deaths. Wir besuchen wieder zwei Antennen. Hier unten im Reinhold-Krater. Reinhold. Benannt nach einem Reinhold. Ach, okay, alles klar, wir müssen uns wieder richtig positionieren. Dann tun wir das. Dann tun wir das. Komm schon, komm schon. Gib alles. Wir sind drin, ne? Müssen wir da erstmal drunter fliegen? Tippe ich mal jetzt so. Komischerweise passt der hier genau durch. Was für ein Zufall. Aber weiter kommen wir nicht. Irgendwo die Tür öffnen. Wo können wir sicherlich die Tür öffnen, ne? Na? Ah, hier. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Progress. Hintereinander weg. Denn wir haben eine Mission. Ah, das hatten wir schon, ne? Die Mission hatten wir schon. Na? Nicht verkanten hier. Wir hatten da schon, dass das ASE sich verkantet hat. Das sagt mir, es könnte genauso so mit uns passieren. Ah! Ah! Wir sterben. Also wirklich sterben wir ja auch nicht. Ein, zwei Schläge haben wir Karenz. Na, lässt du mich durch? Au. Aua. Das war heiß. Da hätten wir bestimmt ein Loch im Anzug. Aber Glück gehabt. Gerade noch so. Thank you.
wohin willst du? Out of range, okay. Das Ding hier wahrscheinlich. Oh nee, das geht. Das geht. Das sehen wir an. Wir schießen drauf. Mit dem Laser-Internet wieder.